So, hier ist die Wärmepumpe, das ist ein Verdampfer. Der ist auch schon kräftig am Vereisen. Jetzt hier unten, weil er da direkt Luft zieht, noch nicht. Das Einspritzventil, das Ventil, Schauglas, da ist der Venturi-Verteiler. Ich auch alle bis auf einen ziemlich gleichmäßig durchvereisen, also es verteilt sich anscheinend recht gut. Und man merkt ja auch deutlich, dass hier unter dem Dach kälter ist. Gehen wir mal rein. Dann sieht man das Teil erstmal gar nicht, weil es nämlich, also einmal die Steuerungslampe, die Abtauenlampe funktioniert, nur die kühlen Fähne ist kaputt. Richtig angeschlossen ist, also Saft bekommt sie. Und hier unten ist dann die Maschine. Ölschauglas, Druckschalter, der flüssige Lüfter ist druckgeregelt. Verdampft jetzt so bei 2,8 Bar, verflüssigt bei 12,5 und ist mit Propan gefüllt.